Mit dem GTEC E180 habe ich einen sehr kompakten 3D-Drucker von meinem Sponsor Gearbest erhalten. Das Gerät mit einem Druckvolumen von 13x13x13 cm wird als anfängerfreundlich beworben. Das Druckbett ist nicht beheizt und die Extrudertemperatur ist per Software auf 245 Grad begrenzt. PLA ist der bevorzugte Kunststoff für dieses Gerät. PLA stinkt nicht wie zum Beispiel ABS während der Verarbeitung und ist für die meisten Anwendungsszenarien ausreichend stabil. Ich arbeite fast ausschließlich mit diesem Material. Der Drucker wird komplett montiert geliefert und die gesamte Mechanik ist in einem stabilen Kunststoffgehäuse untergebracht. Die Y-Achse ist auf Kunststoffrollen an einem Vierkant-Aluminiumprofil gelagert. An dem Druckbett ist kein merkliches Spiel vorhanden und die Achse lässt sich schön geschmeidig von Anschlag zu Anschlag bewegen. Die beiden Kunststoffrollen auf der Innenseite werden zusätzlich als Umlenkpunkte für den Zahnriemen verwendet. Bei der X-Achse ist an meinem Gerät ein kleines Problem aufgetreten. Hier wurde zu viel Heißkleber verwendet, um den Kabelstrang zu fixieren. Der Druckkopf bleibt daran hängen und kann somit nicht zum Endanschlag bewegt werden. Den Heißkleber habe ich vollständig entfernt und nur an einer Stelle etwas davon wieder angebracht, um den Kabelstrang in Position zu halten. Nun bewegt sich auch die X-Achse längs der beiden 6mm Rundstäbe, geführt von Linearkugellagern, schön gleichmäßig von Anschlag zu Anschlag. Nach dem Lösen von vier Schrauben an der Bodenplatte ist ein schön aufgeräumtes Innenleben zu sehen. Als Mikrocontroller kommt ein STM32 mit einer Taktfrequenz von 72 MHz zum Einsatz. Die vier Motortreiber sind auf die Platine aufgesteckt und können somit im Ernstfall leicht ausgetauscht werden. Nach dem Entfernen der Seitenplatte aus Kunststoff ist die Mechanik der Z-Achse zu sehen, die von drei 6mm Rundstäben über Linearkugellager geführt und über eine Spindel angetrieben wird. Die gesamte Mechanik hinterlässt einen stabilen Eindruck. Das Hotend mit der 0,4mm Düse kann leicht ausgewechselt werden, indem ein kleiner Hebel betätigt und dieses anschließend herausgezogen wird. Der Einbau geht ebenfalls schnell von der Hand. Eine verstopfte Düse ist somit leicht zu reinigen. Ein Ersatz-Hotend liegt dem Drucker bei, da dieses GTEC-Spezialteil nicht überall erhältlich ist. Wer nicht mit einer Demontage des Druckers anfängt, braucht nur vier Schrauben einzudrehen, um den Filamenthalter zusammenzubauen. Nach Einstecken der Stromversorgung und Einschalten des Druckers erscheint auf dem farbigen 3,2 Zoll Touchscreen der Startbildschirm. Über das Druckermenü lassen sich die Motoren nicht einzeln ansteuern. Bei einem entsprechenden Versuch verdunkelt sich der Touchscreen und der Drucker bootet offensichtlich neu. Das scheint ein Problem der Firmware zu sein, denn in allen anderen Betriebsmodi laufen die Motoren einwandfrei. Der Drucker kann problemlos ohne diese Funktion betrieben werden. So können über das Menü alle Achsen zu den Endanschlägen gefahren werden. Der Endschalter der Z-Achse liegt dabei untypischerweise oben. Als nächstes folgt das Justieren des Druckbetts, wozu als erstes die vier Schraubenköpfe unter dem Klebeband gesucht und durch Verdrehen das Druckbett auf eine niedrige Position gebracht wird. Nun können die Eckpunkte des Druckbetts über den Touchscreen angefahren werden, diese Funktion erleichtert das Justieren ungemein. Wie üblich wird das Druckbett an allen Eckpunkten in mehreren Schritten angehoben, wobei im ersten Durchgang eine Lücke von etwa 2-3 mm zwischen Düse und Druckbett verbleiben sollte. Bis schließlich im letzten Durchgang nur noch ein Blatt Papier leicht klemmend durchgezogen werden kann.
Um den Drucker mit PLA füttern zu können, muss zunächst das Hotend auf 200 Grad Celsius vorgeheizt werden. Ist die Zieltemperatur erreicht, so kann das Filament durch Drücken eines Hebels am Extrudermotor auf der Rückseite des Druckers eingefädelt werden, bis ein Strang Kunststoff aus der Düse austritt. Der Drucker ist damit bereit für Aufträge. Druckdaten werden in Form von G-Code-Dateien auf einer Micro-SD-Karte gespeichert, auch wenn der entsprechende Kartenleser, der sich ungünstigerweise auf der Rückseite des Gerätes befindet, mit TF gekennzeichnet ist. Ab Werk ist eine Datei mit dem nichtssagenden Namen 424.gcode auf der Karte gespeichert. Diese drucke ich als ersten Test. Nach Auswahl der Datei fährt der Drucker die Z-Achse nahe an den unteren Endpunkt. Der Drucker beginnt mit dem Auftrag, sobald die Zieltemperatur von 210 Grad Celsius am Hotend gemessen werden kann. Wichtig ist immer die erste Lage. Diese muss gut an dem Druckbett haften, damit sich das Objekt nicht während des Druckauftrages ablöst. Die Aluminiumplatte des Druckbetts ist zu diesem Zweck mit blauem Kreppband beklebt. Ein Ersatzklebeblatt liegt dem Drucker bei, hier kann auch handelsübliches Kreppband verwendet werden. Schicht um Schicht wächst die Figur in die Höhe. Den Druckauftrag nutze ich, um eine Funktion des G-Tech E180 zu demonstrieren. Der Druck kann nach einem Stromausfall fortgesetzt werden. Hier habe ich den Stecker gezogen, als sich der Druckkopf am Rand der Figur befunden hat. Es ist deutlich zu sehen, dass beim Abkühlen weiterhin Kunststoff aus der Düse austritt und dabei einen Knubbel formt. Nach dem Wiederherstellen der Stromversorgung kann der Auftrag fortgesetzt werden. Dabei fährt der Drucker sofort alle Achsen zu den Endschaltern. Besser wäre es, wenn das Hotend zunächst wieder auf Temperatur gebracht würde, denn so wird die Düse gewaltsam vom inzwischen hart gewordenen Plastik losgerissen. Liegt am Hotend die Solltemperatur wieder an, wird der Druckauftrag fortgesetzt. Eine zweite Funktion, mit welcher der G-Tech beworben wird, ist ein Filamentsensor. Das wollte ich als nächstes demonstrieren, hat aber nicht geklappt, der Drucker hat munter weitergearbeitet, obwohl das Filament zu Ende war. Ein Blick auf das Innenleben am Extrudermotor zeigt, dass hier kein Schalter vorhanden ist und auch nie vorgesehen war, kann also nicht funktionieren. Um das Filament herausziehen zu können, muss die Sperre am Teflonschlauch hereingedrückt und der Schlauch dann herausgezogen werden. Nun kann das Filament entfernt und der Teflonschlauch wieder eingesteckt werden. Der Filamentsensor wäre schön, so bleibt nur den Druck manuell zu pausieren und das Filament zu wechseln, wenn abzusehen ist, dass die Rolle nicht reicht. Es folgt der zweite Anlauf zum Druck der Figur. Um Kunststoff einzusparen und den Druckvorgang zu beschleunigen, ist die Figur innen weitgehend hohl, hier wird ein Muster aus Quadraten gedruckt. Die inneren Strukturen werden mit bis zu 80 mm pro Sekunde gedruckt, die äußeren Kanten mit 45 mm pro Sekunde. Die Schichtstärke des Testobjekts ist auf 0,2 mm gesetzt. Nach etwa 6 Stunden ist der Auftrag abgearbeitet. Die Haftung am Druckbett ist, wie zu sehen, hervorragend. Entstanden ist eine Hundefigur. Ich bin kein Experte für Canidae, würde aber aufgrund der Farbe darauf schließen wollen, dass es sich um einen Golden Retriever handelt. Die Druckqualität ist gut, alle Details der Figur, die etwa 12 cm hoch ist, sind gut zu erkennen. An einem der Ohren sind herunterhängende Fäden zu sehen. An dieser Stelle befindet sich ein extremer Überhang, der für Filamentdrucker generell ein Problem darstellt, nicht nur für den G-Tech E180. An solchen Problemstellen wird normalerweise eine Stützstruktur mitgedruckt, die anschließend entfernt wird.
Die Oberfläche der Figur ist geschlossen, nirgends sind Lücken zu sehen. Wie beim Drucken gezeigt, besteht die Hülle nur aus zwei Lagen. Hochaufgelöste Fotos dieses und weiterer Beispieldrucke gibt's wie immer auf meinen Seiten. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Als weiteren Test drucke ich hier einen Würfel mit 30 mm Kantenlänge. Die Schichtstärke beträgt 0,2 mm. Die Druckgeschwindigkeit ist durchgängig auf 40 mm pro Sekunde gesetzt. Mit diesem Würfel wird die Schwingneigung der horizontalen Achsen untersucht. In Y-Richtung zeigen sich leichte Schatten an den Kanten des Buchstabens Y, im Idealfall sollte die Fläche glatt sein. Geringer fällt der Effekt in X-Richtung aus, längs dieser Achse wird mit dem Druckkopf eine kleinere Masse bewegt. Wird die Druckgeschwindigkeit der Außenkanten auf nur noch 20 mm pro Sekunde reduziert, wie ich es im zweiten Versuch gemacht habe, verschwindet dieser unerwünschte Effekt. Beim 3D-Druck dreht sich halt alles um die Optimierung der Parameter. Als Unterhaltung für Konsumenten kann der Drucker per WLAN angesteuert und mit Vorlagen aus dem Internet gefüttert werden. Ich betreibe einen Kanal für Macher und verzichte auf einen Test dieser Spielereien, selbst Kinder sollten nicht gelehrt werden, wie man stumpfsinnig kopiert, sondern wie man einen 3D-Drucker als Werkzeug einsetzen kann. Ich gehe also dazu über, Anbauteile für den Drucker zu konstruieren und auszudrucken. Kinderleicht zu konstruieren sind Zylinder und Quader mit Ausschnitten. Das Ergebnis ist ein Filamenthalter, der an dem Druckergehäuse befestigt werden kann. Die gut haftenden Bauteile sollten nicht einfach vom Druckbett gerissen werden, wie ich es mit der Hundefigur gemacht hatte. Das Ablösen geht mit einem Spachtel recht leicht, aber auch hiermit wird das Kreppband beschädigt, Ersatz ist jedoch günstig zu beschaffen. Von der Geometrie her ebenfalls nicht sonderlich anspruchsvoll und leicht mit dem E180 zu drucken, ist ein Tragegriff. Ich verwende orangefarbenen Kunststoff, um deutlich zu zeigen, dass diese Anbauteile nicht serienmäßig an dem E180 vorzufinden sind. Zuletzt noch ein Halter für das Netzteil. Die Temperatur habe ich für die Drucker auf 215 Grad Celsius gesetzt, was für PLA ein recht hoher Wert ist. Zum einen sind die in 3D-Druckern verbauten Temperatursensoren keine Präzisionsmesswerkzeuge und außerdem ist die Umgebungstemperatur in meinem Fotostudio zurzeit mit 12 Grad recht niedrig. Wie schon gesagt, 3D-Druck ist nicht Klick und fertig, sondern bedeutet immer die erforderlichen Parameter eines Geräts systematisch auszuloten. Die Anbauteile werden an dem Druckergehäuse festgeschraubt, wozu die Kunststoffseitenplatte entfernt werden muss, was recht schnell geht, da diese nur festgeklipst ist. Anschließend werden Löcher gebohrt, und alle Teile mittels M3er Schrauben befestigt. Man erhält so einen extrem leicht zu transportierenden Drucker. Wie zu sehen, habe ich den Filamenthalter nochmal überarbeiten müssen, damit die Filamentrollen auch auf diesen passen, es ist halt Prototyping. Der GTEC E180 ist kompakt, leicht zu bedienen und die Druckergebnisse gehen in Ordnung, ich kann das Gerät ruhigen Gewissens auch für Anfänger und Gelegenheitstäter empfehlen. Mit dem E180 kann man in die faszinierende Welt des 3D-Drucks eintauchen und mit diesem Drucker die ersten Schritte in Sachen Prototyping machen, oder man erwirbt ein platzsparendes Zweitgerät. Das Druckvolumen ist für viele Projekte ausreichend und mein Motto lautet, kleiner ist besser. Der E180 nimmt nicht viel Platz auf eurem Schreibtisch ein und ist bei Bedarf schnell zur Seite geräumt. Mit den von mir angefertigten Anbauten kann der Drucker mit einem Griff eingepackt und mitgenommen werden, um mehr Menschen die faszinierenden Möglichkeiten des 3D-Drucks zu präsentieren. Vorteilhaft hierbei ist auch, dass die gesamte Mechanik inklusive des Hotends verkleidet und somit vor unbefugten Zugriffen durch Kinderhände oder beratungsresistente Erwachsene weitgehend geschützt ist. Weitere Infos, Foto der Beispieldrucke und die 3D-Dateien meiner Anbauten gibt's auf meinen Seiten. In diesem Sinne,
Danke fürs Angucken und bis bald.